Hallo und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Es geht weiter in meiner kleinen Serie zum Thema Slim Wallets. Ja, jetzt werdet ihr vielleicht sagen, Moment, ihr redet über Slim Wallets, aber da liegt sein Handy auf dem Tisch. Ja, genauso sieht es nämlich aus. Dieses Slim Wallet ist nämlich eine Ergänzung für euer Smartphone. Ich hoffe, ihr könnt es hier unter der Kamera gut erkennen. Es handelt sich hier um ein kleines Klebepad und unter diesem Klebepad ist ein super fester, hochwertiger Kleber von 3M. Also ich habe den hier schon mal aufgebracht. Ich zeige es euch gleich aber auch nochmal im Detail, wenn wir es auspacken. Also das Ding ist hier bombenfest. Da habe ich überhaupt gar keine Angst, dass das sich in irgendeiner Form von selbst zum Beispiel ablösen könnte. Und auf dieses Klebepad ist nun ein dehnbares Elastan aufgebracht, sage ich jetzt einfach mal. Ja, und das ist einfach dafür da. Ihr könnt nun mit oder in eurem Handy so ziemlich alles transportieren, was ihr euch vorstellen könnt. Hier natürlich klassisch Kreditkarten, EC-Karten, Geldscheine und auch Münzen, Schlüssel. Also alles das könnt ihr hier in einem extrem schlanken, dünnen, kleinen Format mitnehmen. Ja, bevor wir uns das eigentliche Thema hier genauer anschauen, kleiner Disclaimer. Ich habe dieses Produkt und auch die Farbe hier in Grau für dieses Video vom Hersteller kostenfrei zur Verfügung gestellt bekommen. Aber wie immer, ja, ist hier kein weiteres Geld geflossen. Meine Meinung wurde sich also auch nicht erkauft. Als mir der Hersteller geschrieben hat mit der Frage, hey, hättest du nicht Lust, unser Produkt auf deinem YouTube-Kanal vorzustellen, habe ich mir das ganz kurz angeschaut und mir war sofort klar, absolut, ich finde das konzeptionell wirklich super. Mir ist es schon leider häufiger so gegangen, dass ich meinen Geldbeutel nicht dabei hatte, aber mein Handy ist einfach immer mit dabei. Dieses Produkt ist nun so, ich packe mal hier die graue Variante aus, damit ihr das einmal kurz seht, kommt im Set, also mit Reinigungstuch, Anleitung, Reinigungstuch und dem eigentlichen Klebepad inklusive dieser Elastantasche. Wir packen es mal auf, gibt es auch in zwei verschiedenen Farben, einmal in Schwarz und einmal in Grau. Ich verlinke euch die beide mal unten in der Videobeschreibung. Hier steht Karzok drauf. Ja, das ist hier, fühlt sich an wie so ein Kunstleder hier oben, also nett. Und auf der Rückseite ist dieser 3M-Kleber. Da ist hier mit so einem Patch, ihr seht es, mit diesem Schutzfilm, da kommt der Kleber unten drunter raus. Ich mache es mal wieder zu. Ich habe das im Vorfeld natürlich hier schon, jetzt sogar schon vor ein paar Tagen, auf meine Handyhülle aufgeklebt. Und da gibt es überhaupt nichts zu meckern. Der Kleber hält bombenfest. Also ein sehr, sehr hochwertiger Kleber. Ist natürlich auch für den einmaligen Gebrauch vorgesehen. Also wenn ihr das entsprechend ablöst, wird der Kleber sicherlich kein zweites Mal in der gleichen Form oder mit der gleichen Kraft haften. Aber das Produkt kostet Zeitpunkt des Videos 8,99 Euro. Also wie ich finde, für den Mehrwert, dass mir das Produkt persönlich generiert, ist es die 8,99 Euro auf jeden Fall wert. Ja, ich zeige es euch mal im Detail und nehme das hier nochmal raus. Also hier seht ihr, da die Münze noch drin. Hier oben die, also in Schwarz gefällt es mir persönlich auch besser als in Grau, wobei das natürlich so ein kleines bisschen zu der Handyhüllenfarbe oder Handyfarbe prinzipiell sich danach richtet. Ja, also hier dieses Karzok-Logo. Hier seht ihr dann auch diese Riffelung von dem Material. Das ist insofern auch gut, dass die Karte so ein kleines bisschen mehr Grip hat. Also ihr seht hier, da kann ich schütteln, wie ich will. Da fällt überhaupt nichts raus. Die Karte ist an der gleichen Position wie vorher. Das Elastan hält die Karten gut fest, ist auch wunderbar elastisch, also wenn ihr mehr Karten habt oder weniger, ist es überhaupt gar kein Problem, Schlüssel, Münzen etc. und ihr könnt es einfach in die Hosentasche stecken. Also mir ist es wirklich schon ein paar Mal so gegangen, dass ich den Geldbeutel einfach vergessen habe, aber mein Handy ist immer in meiner Hosentasche. Von daher ist es für mich persönlich ein riesen, riesen Mehrwert. Anwendungsfälle natürlich ganz, ganz viele, wenn ihr irgendwie feiern gehen wollt zum Beispiel, minimal und keine Geldbörse mitnehmen wollt, hier einfach Kreditkarte rein, Personalausweis rein, vielleicht noch ein Geldschein und das war's. Perfekt für sowas geeignet. Ja? Auch für andere Dinge, wo man einfach nicht mit dem vollen Umfang Geldbörse, selbst wenn es ein Slim Wallet ist, einfach unterwegs sein möchte, finde ich das hier wirklich, wirklich mega.
Zimmer. Ja, ihr habt die Beilage bzw. das, was ihr bekommt, gesehen. Einmal diesen Kartsock selbst, dann hier so zwei Tücher, einmal also eins und zwei. Das erste ist ein nasses Tuch, wo man die Rückseite dann des Handys, der Handyhülle etc. mit reinigt. Und der zweite Teil ist dann ein trockenes Tuch, um die Feuchtigkeit wieder aufzunehmen. Also es geht einfach darum, den Untergrund zu reinigen, mögliche Fettfilme zu entfernen, sodass der Kleber eben optimal haften kann. Und das Ding, der Kleber hält so ziemlich überall drauf. Also ich habe es jetzt hier auf meine Handyhülle hinten drauf geklebt. Das ist im Übrigen die Hülle, Mod-Hülle des Herstellers Rhino Shield. Die habe ich auf meinem Technik-Kanal auch schon vorgestellt. Ich verlinke euch das mal hier oben, falls ihr euch das mal anschauen wollt. Und das ist eine ganz, ganz glatte Plastikhülle. Das Ding sitzt bombenfest hier drauf. Und ich würde jetzt mal attestieren, dass dieser Kleber so ziemlich überall hält. Also ein sehr, sehr guter Eindruck. Ja, grundsätzlich ist dieses Teil hier 89 mm hoch, 58 mm breit, also 8,9 cm, 5,8 cm und gerade mal 2 mm dünn, wobei sich das hier wunderbar dehnen lässt. Das heißt, passt sich also eure Dicke des Inhaltes an und ist 7 Gramm leicht. Einer der Mehrwerte, neben dem, dass ihr hier eure Karten etc. mitnehmen könnt, ist aus meiner Sicht, dass das Handy oder das hier, wenn ihr das Handy in der Hand habt, dass ihr auch einfach mehr Grip habt gefühlt, weil eure Hand hier sich da rumschmiegt und das Handy einfach nochmal fester hält. Also das ist der zweite Mehrwert, den ich persönlich herausgezogen habe aus dem Produkt. Ihr seht, ich verwende es ja auch selbst. Also ich habe es jetzt nicht nur für das Video angebracht, ich habe es auch wirklich jetzt schon ein paar Tage selbst im Einsatz und kann wirklich nur Positives berichten. Es ist mir noch nichts rausgefallen. In der Hosentasche trägt es kaum auf, weil das insgesamt eben schön dünn ist. Meine, klar, wenn ihr 8 Karten reinsteckt, ich glaube laut Webseite können nämlich hier 8 Karten mit transportiert werden, dann ist es eben so dick wie 8 Karten. Versteht sich von selbst, aber es liegt ja daran, was ihr da reintut. In meinem Fall ist es oft einfach nur eine Kreditkarte, mein Personalausweis und vielleicht ein Geldschein und das war's. Ja? Und dafür ist es wirklich super geeignet. Eine der ersten Fragen, die ich mir selbst gestellt habe, die der Hersteller dann aber auch schon direkt in der Amazon-Rezension oder Amazon-Produktbeschreibung beantwortet hat, ist, gehen meine Karten durch die Strahlung des Handys denn nicht kaputt? Weil das ist, ich sag mal, eine gängig verbreitete Annahme und der Hersteller hat mir sowohl per E-Mail als auch auf der Amazon-Produktseite niedergeschrieben, dass das ein absoluter Irrglaube ist, dass da nichts passiert, dass das Einzige, was den Karten etwas anhaben kann, ein Magnet ist und sozusagen ein Magnetverschluss von der Handyhülle oder Magnet an der Handtasche zum Beispiel, da können die Kartendaten dann kaputt gehen oder gelöscht werden oder die Karte dann unbrauchbar gemacht werden. Aber alleine durch das, was das Handy an Strahlung etc. produziert, kann er versichern, dass die Karten keinen Schaden nehmen. Also da wurde ich oder musste ich mich auch eines Besseren belehren lassen, weil ich, um ehrlich zu sein, vorher auch die Ansicht hatte, okay, das wird bestimmt nicht gut für meine Karten sein, aber da hat er dann glücklicherweise vorgebaut und hat das direkt als eines der unter FAQ, also Frequently Asked Questions, direkt auch dann vorweggenommen, dass das kein Problem ist. Ja, ich habe es jetzt, wie gesagt, ein paar Tage im Gebrauch, habe in der Zwischenzeit auch schon mit meiner Kreditkarte bezahlt und hatte da keine Probleme. Von daher nehme ich mal an, dass das auch dauerhaft so ist, wie es der Hersteller beschrieben hat. Also das vielleicht nochmal für all diejenigen, die sich genau das gefragt haben, während sie mein Video jetzt hier gerade sehen. Ja, dieser Kleber auf der Rückseite, ich habe ihn euch ja eben schon mal ganz kurz gezeigt, der haftet natürlich direkt auf Smartphones, also wenn ihr euer Handy einfach ohne Hülle verwendet, direkt auf dem Smartphone, auf Hüllen, auf diversen Cases, E-Book-Reader etc. Ich würde mal sagen, wenn die Oberfläche leicht angeraut ist, der Kleber ist so stark, sollte das kein Problem sein. Wenn ihr aber eine enorm raue Oberfläche habt, also wirklich, viele Erhöhungen zwischendrin sind, könnte es durchaus sein, dass dann dieser Kartsock nicht optimal hält, aber liegt in der Natur der Dinge. Es ist ein sehr, sehr starker Kleber und da muss der Untergrund entsprechend sein. Aber ich würde mal sagen, 99% der Materialien, wo man hier dieses Produkt zur Anwendung bringen möchte, ist so überhaupt gar kein Problem. Ja. Von daher, rundrum ein tolles Paket. Ich zeige es euch jetzt nochmal, indem ich hier so ein nagelneues Paket mal mit euch gemeinsam auspacke, damit ihr seht, was darin ist. Und zwar
zwar nehme ich hier einfach mal die, ich nehme mal die schwarze Variante hier. Hier oben steht, bitte hier aufschlitzen. Ja, machen wir mal. So, wir gucken uns aber erst nochmal die Verpackung an. Die finde ich nämlich auch ganz schön gemacht. Also Kartsock, also Kartensocke. Hier hinten dann die Farbe jeweils drauf, Barcode, Information. Das ist ein Produkt übrigens aus Österreich. Ja, und dann einfach aufmachen und dann kommt genau das zum Vorschein, was ihr eben auch schon gesehen habt. Ihr bekommt hier zum einen diese kleine Anleitung. Das ist bei euch natürlich jetzt hier ein bisschen überstrahlt durch das viele Weiß. Und dann diese Reinigungstücher und nochmal schön eingepackt dann diesen Kartsock. Entweder in Schwarz oder in Grau. Ja, tolle, tolle Sache. Ich schaue jetzt nochmal ganz kurz auf meinen schlauen Zettel, ob ich irgendetwas vergessen habe. Ich glaube aber nicht. Ja, an der Stelle bleibt es mir nur noch zu sagen, vielen, vielen Dank fürs Zusehen. Ich würde mich über Feedback von euch unten in den Kommentaren wie immer freuen. Ja, ansonsten, falls euch das Video gefallen bzw. geholfen hat, lasst auch gerne einen Daumen nach oben und ein Abo auf meinem Kanal da. Und ja, wir sehen uns spätestens in einem meiner nächsten Videos wieder. Macht es gut!